Mein Name ist Rüdiger Hansen aus Frankfurt und ich freue mich, dass noch mal mehr Frankfurter da sind. Wer ist denn also aus Frankfurt? Mal Hands up. Ja, sind doch mal. Und ich, was zum Thema sage, möchte ich nochmal ganz herzlich gratulieren, dass diese Petition so gut ausgegangen ist. Und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen von der anderen Seite dazu beitragen konnte. Ich weiß von vielen Nachbarn bei uns, die alle unterschrieben haben. Ich habe 12 Fragen auf einer Liste, die ich immer mit mir rumtrage und auch den Vertretern der Stadt immer wieder präsentiere und muss auch mit Schrecken feststellen, dass die Fragen nicht beantwortet werden. Und zu den Kritiken hier an dem Stadtplanungsamt möchte ich auch noch einen Punkt dazugeben. Aufgrund dessen, was wir gerade in der Zeitung gelesen haben, wird das Stadtplanungsamt im Februar einen europäischen Ideenwettbewerb für die Bebauung dieser Flur hier ausloben. Einen europäischen Ideenwettbewerb. Ich frage Sie, wenn das wahr ist, was uns gesagt wird, dass hier eine ergebnisoffene Voruntersuchung läuft in der Stadt, wie kann man dann einen Ideenwettbewerb über die Bebauung ausloben, wenn noch gar keine Randbedingungen da sind? Insofern, da läuft irgendwas schief mit dem politischen Prozess.